Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück bei einem neuen Video. Und zwar spielen wir heute Hide and Seek. Und dabei dachte ich mir, kannst du mal ein paar Fragen beantworten? Denn eigentlich würde heute DFDA kommen, aber das Problem ist, der Marcel, der verschrieben ist im Urlaub, der ist nicht da. Und deshalb, Revi ist behindert, der schreibt nicht zurück. Deshalb dachte ich mir, machst du mal ganz oldschool eine Fragerunde und zockst dabei mal Hide and Seek, weil Hide and Seek habe ich noch nie gespielt. Und deshalb dachte ich, ist ganz cool, mal ein paar Fragen zu beantworten. Wäre nur ganz gut, wenn wir irgendwie ein möglichst gutes Versteck bekommen. Ich gucke einfach mal, dass ich mich ein bisschen verbarrikadiere und dann Fragen beantworte. Aber ich muss erstmal ein Versteck finden. Das ist gar nicht so einfach. Kommt man, was habe ich denn? Ach fuck, ich bin ja so ein normales Holzding. Da hinten waren noch ein paar Holzstämme, da kann ich mich doch bestimmt verstecken. Da rennen wir einfach mal hin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das jetzt, dass... So, einfach mal hier. Nein, hier nicht. Fuck, das fällt auf, ne? Hier, so. Passt das? Darf ich mich nicht bewegen? Ich bewege mich nicht. So, wir gucken einfach mal. Wie muss ich das? Was muss ich denn hier machen? Blog-Infos for the Bosses. Oh, ja gut. Achso, oben steht das ja. Okay, alles klar. Zack. Alles klar. Gut, dann fangen wir mal an, ein paar Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ich kann das so, kriege ich das ganz cool hin. Wenn euch das gefällt, das Video, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, das würde mich freuen. Und dann weiß ich, was euch gefällt. Und nein, fuck. Nein! Ich bin so dumm, ne? Ich bin so dumm. Fuck. Egal. The German Joan fragt, machst du auch mal sowas wie zum Beispiel Papier-LP, dass du kleinere YouTubern eine Chance gibst, mit dir aufzunehmen? Also ich gebe prinzipiell erstmal jedem die Chance, mit mir aufzunehmen, wenn mich das überzeugt. Da war einer. Ja, das war dumm von dir. Ah, tot! Sowas wie Alex werde ich wohl nicht machen, weil man auch gemerkt hat, das ist ja jetzt bei ihm auch zu Ende gegangen, das Video mit dir, das nicht immer so ganz funktioniert, wie man sich dazu vorstellt und dass man da hinterherlaufen muss, dass man unzufrieden ist und sowas. Und das würde ich ungern haben wollen. Und deshalb wird es bei mir so, eigentlich nicht kommen. Nö, Moment. So. Mal gucken, ob dann irgendwie was anderes kommt. Eigentlich kann man mich immer anschreiben, also es machen auch viele. Und dann gucke ich mir die Kanäle an und wenn sie mir gefallen, dann sage ich auch was dazu oder sag, wie bei Marcel, also verschrieben, so, hey, lass uns doch mal was zusammen machen und dann kommt da auch was raus. Und wenn nicht, dann, ja, dann nicht, ne? Da, der Ofen, der ist doch schon so. Nein, hier irgendeiner. Ha, komisch. Ja gut. Nächste Frage. Ich guck mal, ob Fragen drankommen, die wir so noch nicht hatten. Nemo 3. Bist du eher ordentlich oder unordentlich? Das kommt eigentlich ganz drauf an. Ich bin sowohl ordentlich als auch unordentlich. Ich bin bei manchen Sachen penibelst genau. Dann kotzt es mich an, wenn zum Beispiel Tische oder so schräg stehen oder irgendwas nicht auf der Kante liegt und dann manchmal stehen bei mir 20 Flaschen rum und ich werfe alles auf den Boden. Und so, das ist, ja, komisch bin ich manchmal. Aber so ist das halt. Manche Sachen müssen einfach geordnet sein, das kotzt mich sonst an und manchmal ist mir das echt egal. Es kommt immer ganz drauf an. Leonie-Stern- fragt, was hältst du von weiblichen Let's Playerinnen und schaust du welche? Es ist ja auch so, dass vor allen Dingen weibliche Let's Playerinnen, die sind alle in der Regel weiblich, an sich irgendwie habe ich gemerkt, mehr Aufmerksamkeit, mehr Klicks und schneller mehr Abos bekommen, vor allen Dingen, wenn sie Facecam machen. 99 Sekunden noch, dann gewinnen die Hiders. Aber prinzipiell finde ich die jetzt nicht scheiße. Ich finde auch, dass viele weibliche Let's Playerinnen eine angenehme Stimme haben. Und guck mir das auch ab und zu an. Ich gucke jetzt keine so aktiv, ich gucke jetzt aber auch nicht so viel aktiv. Ich habe zum Beispiel mal Honeyball geguckt. Die fand ich auf jeden Fall cool und ich kenne noch so ein paar, aber die weiß ich auch gar nicht mit Namen. Also es gibt ein paar, die sind auf jeden Fall cool, aber es gibt halt wenigere als Töppen. Wisst ihr? Auf Facebook, auf YouTube, Mann.
Manu, fatal. Hier oben noch irgendwas. Irgendwo muss so einer sein. Was ist, Victor X21, was ist dein größter Traum oder Wunsch, den du durch YouTube erreichen möchtest? So, das ist eigentlich auch eine ganz coole Frage. An sich habe ich YouTube aus zwei Sachen gemacht. Zum einen, weil ich mit Leuten spiele. Nee, eigentlich zum einen, weil es mir erstmal krass Spaß macht. Weil ich dachte so, boah, das sieht richtig cool aus, das möchte ich auch machen. Und zum anderen, weil ich mit Leuten zocken wollte, die ich selber gerne gucke. Also zum Beispiel sowas wie Broken Thumbs oder so. Ich hatte ja nie Möglichkeit, mit denen zu spielen. Ach, das ist schon vorbei. Ja, wir haben gewonnen. Haben wir? Nein, die Hiders haben gewonnen, so ein Scheiß. Wir spielen einfach noch eine Runde. Wir hängen einfach noch eine dran. Mit denen könnte man dann so gar nicht spielen. Und so hat man dann doch die Möglichkeit. Ich gehe einfach mal hier rein, komm. Nein! Ich will hier rein. So. Und deshalb ist das auf jeden Fall cool, dass ich dann mit denen spielen kann. Moment, ich mach das mal ein bisschen lauter so. Und die beiden Sachen, die halten mich da auch so ein bisschen bei. Wo vor allen Dingen der Spaß. Weil es halt krass viel Freude macht, Sachen zu produzieren und zu sehen, dass man Leute damit begeistert. Ist auf jeden Fall cool. Könnte ich euch auch empfehlen. Köchi Kanz, bist du hässlich? Nein, ich denke nicht. Nein. Was sind das für Fragen? Justus Bra, was sagst du zu 13-Jährigen, die schon rauchen und so weiter und zu jährigen Mädchen? Da fehlt wohl die Jahresanzahl. Die sich schon übertrieben schminken. Finde ich cool. Nein, natürlich nicht. Wird auch immer krasser und ich glaube, damals hätte es eine Backpfeife gegeben, wenn man sowas gemacht hätte. Aber, ich weiß nicht, die haben, ja, das ist totgeredet auch schon, dass die Jugend keinen Respekt mehr hat. Das wurde schon in der Antike gesagt, aber es stimmt echt und es wird echt immer krasser, weil einfach die Kinder das Verhalten der älteren Leute übernehmen, der älteren Leute, der älteren Jugendlichen, vor allen Dingen auch aus den Medien und dann ein falsches Bild der Welt bekommen, wie sie denn sein sollten und was cool ist. Ja, und dann werden sie halt so, was soll man machen? Da können die ja auch nichts für irgendwie, weil wenn die da so reingeboren werden. Aber sollte man unterbinden eigentlich. Wenn ihr Kinder habt, unterbindet das. Klängern-Fan-Annie kennst. Klängern kannst du nicht mal Fotos von dir hochladen. Hihi, Doppelpunkt D. Liebe Grüße aus Salzgitterstree, wenn ich spammen sollte. Moment, ich lege das mal mehr hier hin, so mein tragbares Telefon. Ja, irgendwann werden auch Fotos von mir kommen. Ich habe ja immer gesagt, bei 10.000 Abonnenten als Special oder, was viele vergessen, immer zu Gamescom. Das heißt, es ist gar nicht mehr so lange. Und also sowohl das eine als auch das andere, hoffe ich mal. Und deshalb wird es wohl bald kommen und dann wird es auf Instagram natürlich auch, wo man Fotos postet, Fotos von mir kommen. Und dann seht ihr, wie ich aussehe. Tul, tul. Was ich auch noch erzählen wollte, das wollte ich eigentlich schon am Anfang erzählen, aber das habe ich ganz vergessen. Gibt's denn hier keinen Raum mit Workbench-Scheißen-Drecks hier? Nein, nur Bibliotheken, so ein Kack. Mann, da falle ich doch auf. Deiner Küche vielleicht. Nein, da ist schon einer. Da kann man auch nicht hin, ne? Nee. Fuck. Hier, komm, so. Ich habe ein Longboard. Und zwar habe ich mir heute ein Longboard gekauft. Mein erstes. Ansonsten habe ich mir das immer geliehen bei Kollegen. Ich bin jetzt auch krass Hipster und so. Ich chill jetzt auch immer draußen in der Street rum. Macht Bock auf jeden Fall. Moment, ich muss mal kurz hier. Ich hab nämlich. So. 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 Das wollte ich noch erzählen. Und das andere habe ich jetzt auch beantwortet. Deshalb, neue Frage. Unterstrich Lisa mit Doppel-A, unterstrich Teddy, unterstrich. Wie lange willst du YouTube machen? Boah, Alter, ey. Das sind schwere Fragen. Aber eigentlich so lange, wie es mir Spaß macht. Und so hat es ja auch zum Beispiel Zander gemacht. Der hatte irgendwann keinen Spaß mehr dran. Der hat gesagt, Leute, es gibt Wichtigeres und dann aufgehört. Und
So wird das wahrscheinlich bei mir auch sein. Wenn ich irgendwann keinen Spaß mehr habe, dann werde ich wahrscheinlich aufhören und also so stelle ich mir das jetzt vor, ne? Ich weiß ja nicht, wie das kommen wird. Aber es macht ja dann wenig Sinn, weiterzumachen, wenn man keinen Spaß mehr hat. Einfach so. Und deshalb werde ich dann wohl aufhören, falls ich keinen Spaß mehr habe. Aber im Moment habe ich Spaß und ich denke, das wird sich auch noch lange halten. Nein, fuck. Nein. Geh weg. Ich denke, das wird sich auch noch lange halten und deshalb habe ich da wenig Bedenken. Ja, geh auf den. Verreck da, Hauptsache ich gewinne. Ibi, nein, nein, oh nein, Mann, tot. Ich bin so scheiße in diesem Modus. Ibi 5454 fragt, was war der nördlichste Ort, den du je besucht hast? Keine Ahnung, Nordsee, die Nordsee. Ich bin eigentlich gar nicht so in den Norden gefahren, was ich eigentlich schade finde, weil der Norden cool ist, so Norwegen, Schweden und so, da will ich auch mal hin. Aber ich mache bald einen Roadtrip mit einem Kollegen und sehr bald sogar. Und da werden wir über Hamburg, Bremen und Lübeck fahren an die Nordsee. Ich sehe schon in den Kommentaren so, wenn du in Hamburg bist, sag Bescheid, dann komme ich. Ich würde auch filmen, aber ne, ist ja, ich habe mich ja noch nicht gezeigt, deshalb fällt das wohl flach. Und hier irgendwo ist doch bestimmt ein Buch. Da! Was war das? Warum habe ich Hä? Hä? Was ist das? Nein. Ich krieg Schaden. Von wem? Irgendwas sehe ich nicht. Nein, schnell weg. Ja, das wird dann auch nochmal so der nördlichste Punkt sein, wo ich mal hinfahre in Deutschland. Und darüber hinaus war ich noch nicht viel. Deshalb kommen wir schnell zur nächsten Frage. Merli mit Doppel-E, unterstrich, unterstrich. Welche Augenfarbe hast du? Und hast du eine große Nase oder eher eine kleine Stupsnase? Augenfarbe ist Matsche. Ist alles gemischt, kommt immer aufs Licht an. Ich glaube, in jedem Ausweis, den ich habe, steht was anderes. Also aus den verschiedenen Jahren. Weil das immer anders im Licht aussieht. Und meine Nase ist relativ normal bis etwas größer. Aber ihr wisst ja, wie die Nase eines Mannes ist. Nächste Frage. Ibi 5454, welche Farbe haben die Socken, die du gerade trägst? Versuch mal, ohne nachzugucken, zu beantworten. Grau-grün, das weiß ich, weil ich heute ein Loch im Schuh hatte und man immer gesehen hat, weil die vorne grün sind, dass ich grüne Socken trage. Das sind so Sneaker. Cool, ne? Richtig wichtige Info. Gut, gut, dass sowas hier drankommt. Moment, ich muss mal gucken. Vicky Kivix. Bester Film? Fragezeichen. Boah, da sage ich auch jedes Mal was anderes. Ich vergesse das immer wieder, ne, welche Filme ich besonders gut finde. Die Harry Potter Filme sind richtig cool. 21 ist ein richtig cooler Film. Nein, wir haben schon wieder verloren. Shutter Island ist richtig cool. Was gibt's noch? Ich muss überlegen. Nein. Ich weiß es nicht. Es gibt zu viele gute Filme und ich erinnere mich nicht an alle. Hangover, sowas. Das kann man sich immer angucken. Aber Shutter Island ist ein richtig cooler Film, auf jeden Fall. König der Löwen, genau. Den vergesse ich immer. Das ist eigentlich mein absoluter Lieblingsfilm. Mann, wie kann ich den immer vergessen? Der ist cool, ja. Eine Frage kann ich noch reinnehmen. In welches Land würdest du auswandern wollen? Von Laser Farms. Wenn ich jetzt, also eigentlich würde ich immer, ich bin richtig froh, in Deutschland zu leben, weil ich das so von der Infrastruktur und so ganz cool finde und von den Gegebenheiten. Aber ansonsten wirklich so irgendwas Nördliches, so Norwegen oder so. Das ist zwar ein bisschen kälter da, aber da ist auch alles gechillt. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge, Fragerunde, Let's Talk, dies, das und so. Wenn euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Nächste Woche ist wahrscheinlich an dieser Stelle wieder DFDA mit verschrieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.